wusstest du, jetzt verrate ich dir einen Trick. Ja. Gucken, ob du ihn schon wusstest. Wie weint man nicht beim Zwiebelschneiden? Da ich das nie mache, habe ich die Tricks nie ausprobiert. Also meine Schwester macht das, sie hat nämlich Kontaktlinsen. Ja. Und die weint dann nicht. Weil sie Kontaktlinsen ja, hat? Ja, weil sie Kontaktlinsen hat. Ich habe Kontaktlinsen an. Ist das ein Trick? Nein. Kontaktlinsen. Man soll eine Kerze anmachen. Ach, jeder sagt doch was anderes. Wenn du eine Kerze anmachst, durch die Hitze und durch den Wachsgehalt. Genau. 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 Ich dachte immer so, als Brillenträger ist man da nicht ganz so empfindlich, weil ja so die Gläser als Schutz davor, aber... Gar nicht, ne? Nee. Also bei mir nicht. Ach, das gibt jetzt eine Heulerei, oder? Ganz wichtig beim Zwiebelschneiden ist, nicht durch die Nase atmen. Nur dann fängt man an zu weinen. Ich versuche durch den Mund zu atmen. Das hilft? Nee, nicht immer. Eigentlich gar nicht, ne? Man darf nur durch den Mund atmen, weil die Schleimhäute in der Nase sind so empfindlich, dass du sofort anfangen musst zu heulen. Atmest du aber nur durch den Mund, heulst du nicht. Durch den Mund atmen? Oh. Das habe ich auch gehört, es bringt aber nichts, wenn die stark sind, die Zwiebeln. Immer die Nase hochziehen, dann kommen die Tränen nicht raus. Unter Wasser. Unter Wasser was? Schneiden? Ja. Das macht ja kein Mensch. Paderborn schon. Ja, aber wie willst du denn unter Wasser schneiden? Dann schwimmt ja alles im Wasser rum. Warum sich diese Dämpfe entwickeln, hat mit dem Metall von dem Messer zu tun. Man kann auch mit einem Keramikmesser schneiden, dann passiert es auch nicht. Einen Schluck irgendwas in den Mund nehmen und dann atmet man automatisch nur noch durch die Nase. Und dadurch angeblich würde man nicht weinen müssen. Weil den Rest wenn man braucht einen Schluck, einen Schluck. Da ist. Also bei dir fällt das weg, weil du eh nicht riechen kannst. Wir haben es rausgefunden. Das wollte ich ja sagen. Einfach solche Masken tragen. Wir müssen einfach Tiere sein. Das funktioniert nicht. Weil jeder hat eine andere Technik und nichts funktioniert. Und jetzt gerade muss ich zum ersten Mal nicht weinen. Das ist die Lösung. Ich glaube, Taucherbrille funktioniert. Eine Taucherbrille habe ich schon mal gesehen. Oh, jetzt kommt es aber bei mir auch an. Wenn man an der Nase zieht, dann gehen die Tränen auch wieder mit rein. Und wenn die Tränen ja einmal im Auge drinstehen, dann wird es ja schwierig, ne? Dann bist du wenn man an der Nase zieht, gehen die Tränen auch wieder mit rein. Dann gehen doch die Tränen nicht doch rein. Also bei mir funktioniert das zumindest so. Hast du das für dich selber rausgefunden oder hast du das irgendwo gehört? Nee, weiß ich nicht mehr. Und ich habe schon eine Brille an. Was soll das denn heißen? Nee, normalerweise ist ja, ne, durch die Brille hält das nur ein kleines bisschen ab, aber Ich hasse, also Zwiebeln ist so ein Ding. Kommst du nicht mit klar, ne? Ich weiß, das gehört immer dazu und ich finde es ja auch cool, aber ich mag keine. Also so vom Aussehen her und so, das gefällt mir nicht. Vom Aussehen? Willst du die schneiden? Ich krieg so tränende Augen und du kannst ja nicht riechen. Man haut vorher die Zwiebel platt. Also man drückt die platt, bevor man sie schneidet. Aber man soll ja auch stehen. Man soll stehen? Ja. Nicht sitzen beim Zwiebelschneiden, weil so irgendwie die Dünste kommen dann irgendwie nicht so gut. Ja, ich stehe doch immer beim Zwiebelschneiden hier. Ja, und du heulst auch immer? Immer. Tja, das liegt wohl auch an der Erziehung. Der Trick ist auf keinen Fall mit den Zwiebelhänden ins Auge reiben. Und die Zwiebeln auch nicht ins Auge drücken. Okay. Und musst du schon weinen? Nein. Nein, das Einzige, was helfen könnte, wäre tatsächlich, wenn du dir so eine Taucherbrille aufsetzt. Ne? Mein Tipp ist, du kommst nicht drum herum. Du heulst immer. Dein Tipp war doch, man muss stehen. Ja, nicht. Das ist kein guter Tipp. Indem man hier und Turbochef nimmt. Oder man redet mit der Zwiebel und sagt, bitte, tu mir das nicht an. Also kann man jetzt zusammengefasst sagen, du hast auch keine Ahnung. Komplett gar keine. Ja. Ich glaube, dieses Rätsel werde ich niemals lösen. Nee. Nö.